Vorsicht. Reinigende Glut, okay. Warum läuft denn die Spur dahin? Okay. Die Spur weiß aber auch nicht, was sie will, oder? Ich bin mal gespannt, wo sie jetzt hingeht. Ja, vorne zum Tempel. Okay. Puh, da vorne müsste sie sein. Ach, sie läuft da außen vorbei. Okay. Unzählige Puppen sind um den Schrein herum aufgestellt. Vielleicht wurden sie in Ritualen verwendet. Die Reihen des Puppen sehen aus, als wären sie schon lange der Witterung ausgesetzt gewesen. Ich mach jetzt mal hier hin. Okay, hier ist nichts, dann müssen wir tatsächlich da ausnahmen. Oh, was war das? Verschiedene große Puppen würden überall um den Schrein platziert, weiße Gesichter mit verblasstem Lächeln blicken zwischen verschmutzten Kimonos und schwarzen Haaren hervor. Oh Gott. Gott. Oh oh, naht auf. Jetzt aber. Moment, der lebt noch. Leben ist hier vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Müssen wir warten, bis er uns angreift. Jetzt haben wir ihn. Um ihn zurückzustoßen. Nein! Verdammt. Ah, da war ich zu voreilig beim ersten Schuss. Ich darf nicht zu früh schießen, sonst kann ich nicht mehr aufladen. Kann ich wieder? Komm, probier's. Oh Gott. Verdammt, das hatten wir eben kurz viele drauf. Jetzt aber. Da kam einfach so ein Geist zwischen den Puppen vor. Na, ich würde sagen. Verdammt! Das war zu knapp einfach. Da war ich gerade so auf. Die unzähligen Puppen lächeln abwesend. Ah, okay. Die Tür ist fest verschlossen. Das sieht nicht so aus, als hätte Fuyuhi den Schrein betreten. Oh. Was ist das? Die Seiten aus einem Notizbuch liegen auf dem Boden. Es scheint Fuyuhis Handschrift zu sein. Haruka und ich sind seit dem Kindergarten schon eng miteinander befreundet. Während unserer Abschlussfeier haben wir gemeinsam ein Lied gesungen. Es hieß das Lied der Erinnerung. Als wir das Lied gemeinsam sangen, schaute Haruka und ich einander tief in die Augen.
Das werde ich niemals vergessen. Heutzutage denke ich oft an diese Zeit zurück. Es war die beste Zeit meines Lebens. Mir kommen die Tränen, selbst wenn ich die Melodie lediglich summe. Wow. Die Spur geht von hier weg. Okay. Muss ich anscheinend dieser Seele folgen? Die geht jetzt wieder weiter. Lang. Ach, diesmal haben wir sie. Beschatten das Mädchen. Was? Da waren noch welche dahinter. Dann hätten wir noch mehr rausholen können an Punkten. Ich muss einfach, ich bin schneller geworden. Also ich habe jetzt schon die ein oder anderen Geister geknipst. Okay, da vorne, nach rechts. Ja, hier sprinte ich auch lieber nicht. Wir müssen Tage der Geist lang, aber hier oben glitzert noch was. Huch. Das wollte ich aufheben. Hier ist doch bestimmt eine Geisterhand. Ein Spiegelstein. Ah, okay. Es ist also wie so ein Wiederbelebungs-Item. Sehr, sehr gut. Die sind bestimmt verdammt selten. Da muss ich echt aufpassen, wenn ich sowas sehe. Was? Was war das für ein Geräusch? Los, nein. Das ist gar nicht so leicht, einen richtigen Moment loszulassen. Sollten wir direkt mal schauen, dass wir nochmal eine Kräutermedizin nehmen. Genau, sind nämlich wieder fast voll. Momentan finden wir Gott sei Dank mehr, als wir verbrauchen. Da war ich jetzt wirklich nicht schnell genug. Hier gefällt es mir. Hier kann ich alleine sterben. Hier gibt es niemanden, der mich aufhalten kann. Ich kann mir Zeit lassen. Ein entspannter und würdevoller Tod. Das Leben ist nichts anderes als Elend und Leid. Ich habe genug davon. Jemine, ein Abschiedsbrief. Vorne. Da steht sie. Der Geist sagt, ich soll da lang gehen. Aber was ist dann mit ihr da? Ich bin dafür, wir laufen dem Geist hinterher. Jetzt läuft der Geist da lang.
Irgendwie. Da vorne ist noch was. Oder? Nee. Was hat hier nur geglitzert? Ich dachte, hier war noch was. Drüben steht sie. Vorsicht. Der Sonnenuntergang treibt mir Tränen in die Augen. Ich habe kein Zuhause mehr, in das ich zurückkehren kann. Keiner würde dort auf mich warten. Sie wären zwar alle da, aber nicht für mich. Das weiß ich jetzt. Deswegen bin ich zum Berg gekommen. Meine Großmutter hat mir immer gesagt, dass ich mich nie während der Dämmerung dem Berg nähern sollte, doch haben meine Füße mich wie von alleine hierher gebracht. Ich jagte der Sonne hinterher und sie wurde immer größer. Ich konnte nicht aufhören. Der Drang überkam mich, irgendwas zu schreiben, und genau das tue ich jetzt. Ich muss unbedingt ins Wasser gehen, doch zuerst muss ich dies schreiben. Ich muss irgendwas schreiben. Was fehlt noch? Sie ruft mich. Ich muss gehen, ehe die Sonne untergeht. Oh Gott. Oh Gott. Sieht ja schlimm aus. Dass wir mal warten müssen, bis wir sie angreifen können. Jetzt aber. Verdammt, ich krieg die Teile nicht mehr drauf. Oh Gott. Sie weicht zurück. Wenn du mal die stärkeren Film. Güte, was hält die denn aus? Ah. Ich darf noch nicht schießen, das hat sie nicht. Oh Gott. Was ist das? Jetzt haben wir sie, oder? Oh. Okay, wir müssen also da hoch. Da ist sie. Thank you.
wusste, Connor.私が探します。一緒に帰りましょう。Okay, also wir müssen anscheinend wieder jetzt zum Eingang zurück. Aber dann werde ich hier jetzt erstmal eine Pause machen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann. Ciao, ciao.